Jetzt ist er da, der Herbst deutlich zu erkennen am Frühnebel, der morgen über die Wiesen und Felder wabert. Wenn er sich aber erst einmal verzogen hat, steht einem herrlichen Spätsommertag mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen nichts mehr im Weg. Der Mittwoch beginnt ziemlich sonnig bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Im Laufe des Mittags gesellen sich dann aber einige Wolken dazu. Die Temperaturen steigen trotzdem auf Höchstwerte von 25 Grad. Ab dem Nachmittag kann es aber dann zu örtlichen Gewittern mit Starkregen oder Hagel kommen. Der Donnerstag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 13 und 23 Grad. Ab dem Nachmittag ist die Gewitterwahrscheinlichkeit erneut hoch. Viele Wolken gibt es am Freitagmorgen. Diese bleiben auch bis zu den Mittagsstunden. Dann schafft es auch die Sonne hin und wieder durchzublitzen. Dennoch ist es den ganzen Tag über regnerisch. Die Maximaltemperaturen erreichen nur noch 18 Grad. Der Samstag verspricht aber wieder ein sonniger Tag zu werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt nur noch 16% und wir dürfen mit 8 Stunden Sonne rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 22 Grad.